Wir sind wieder zurück vom Caravan-Salon aus Düsseldorf und ihr wollt vielleicht noch einen kleinen Überblick und einen Kurzdurchlauf sehen, wie wir unseren Tag auf der Messe so verbracht haben, was es alles Neues gab. Dann bleibt dran. Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Wir sind wieder da von unserer Messe Caravan-Salon. Wir haben einiges Neues erlebt. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben das erste Mal auch bei WCS auf dem Stand gearbeitet, auf dem Caravan-Salon. Eine ganz neue Erfahrung, also sehr, sehr positive Erfahrung, sehr schön gewesen, muss man wirklich sagen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Auch da möchte ich nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an das gesamte WCS-Team ausrichten und hier wirklich kundtun. Ihr seid echt spitze und vielen Dank, dass ihr uns das auch ermöglicht habt, als Händler bei euch zu arbeiten, für uns bei euch zu arbeiten. Ganz tolle Produkte, die ihr uns auch dahin immer wieder zur Verfügung stellt, um dann auch entsprechend Service und Kompetenz walten zu lassen. Und das ist echt eine ganz, ganz tolle Geschichte von euch. Und dafür muss ich wirklich einmal, eine Lanze brechen und hier ganz, ganz energisch, ganz, ganz lieben Dank sagen. Natürlich habt ihr auch das goldene C dem Verband mit Recht verdient, weil ich kenne aktuell keine Wohnmobilwerkstatt mit dem Know-how, in der Ausstattung, mit den technischen Möglichkeiten, wie ihr habt. Und das ist schon echt mehr wie nur ein Daumen hoch und die Auszeichnung allemal wert. Zurück zum Caravan-Salon. Wir haben viele Dinge erlebt. Wir haben wirklich tolle Reise gemacht und ich habe da so einen kleinen Schnelldurchlauf mal erlebt, möchte ich jetzt mal zeigen, egal ob es die Glesana war, mit den ganzen Neuigkeiten, wo da dementsprechend wieder präsentiert worden sind, oder ob es eben bei WCS war mit den Neuigkeiten, Bussystem, neuen Akku und so weiter. Also dahingehend gibt es ganz, ganz tolle, viele Dinge und ich finde es echt mega, was da alles passiert ist. Im Autobereich hat natürlich Camper Tobi, wir sind Camper und Markus Fan for Van, einiges gezeigt und abgefilmt. Also auch ganz tolle neue Autos da, echt mega. Also da gibt es auch viel oder hat es viel zu sehen gegeben. Für uns im Technikbereich war es auch sehr spannend. EcoFlow, AirTune und viele andere Hersteller, wo da waren und wirklich wieder Innovation gezeigt haben. Und das fand ich richtig geil. Dann gehen wir mal kurz durch unsere Werkstatt, was die Woche bei uns los ist. Es ist verrückt. Ich kann das leider alles immer gar nicht so auf Video bringen, weil sonst müsste ich wirklich jeden Tag mit der Kamera rumrennen, den ganzen Tag. Und ich habe leider keine Zeit dafür. Wir bauen jetzt auch unsere Werkstatt um, da machen wir mal ein Spezialvideo dazu, damit wir noch einen Werkstattplatz mehr haben. Wir bauen jetzt den ganzen Laden um. Wir haben schon angefangen, einen neuen Werkstattboden einzulegen und jetzt kommen auch noch andere Schritte dementsprechend, aber da machen wir mal noch ein separates Video. Wir haben die Woche von zwei Hubstützenanlagen bis Luftfederanlagen, zwei Stück, bis hin zu Ladebooster, Wechselrichter und natürlich zwei, drei Notdienste, die am Land sind. Jetzt gerade ist vorhin noch schnell ein Karthago dazwischen geschoben worden, weil der Wechselrichter kaputt ist. Die Herrschaften fahren aber bald in Urlaub. Das muss erledigt werden. Dann nochmal zwei Damen, die mir ihr Wohnmobil, glaube ich, morgen bringen, wo auch steht, weil die ganze Elektrik versagt hat. Auch da müssen wir ran. Dann anderen nur schnell einen Lithium-Akku einbauen und lauter solche Geschichten. Also es ist echt verrückt, was hier abgeht. Ganz, ganz lieben Dank aber dafür, weil im positiven Sinn ist das natürlich verrückt. Und wir versuchen da wirklich Vollgas zu geben und alles zu bewerkstelligen und zu tun, was in unserer Macht steht. Und natürlich nebenbei nur jeden Tag Glesana einbauen. Glesana ist momentan
vier Stück die Woche, wo wir da gut verarbeiten. Also auch da sind wir richtig gut dabei und macht richtig Spaß. Da haben wir auch noch einen kleinen Durchgang und schaut mal, was ich da für euch vorbereitet habe. Ja, Leute, das ist der tägliche Weg, den wir zurücklegen mit dem Fahrrad. Jetzt sind wir gerade im Gelände, düsen schnell noch durch im Zeitraffer an unserem Parkplatz Halle 13. Das war immer so grob unser Ausgangspunkt, weil da auch unser WCS-Stand steht. Hier haben wir, das ist der Stand von WCS und hier habe ich 4 Tage lang gearbeitet. Auch der Julian war zugange und war auch da. Und natürlich auch noch ganz andere Händler, wo alle mit WCS zusammenarbeiten. Also es war richtig Spaß und richtig schön. Hat richtig Laune gemacht, war toll. Unter anderem sind wir dann natürlich auch noch ein bisschen rumgerannt in der Messe. Und hier zum Beispiel sehen wir unseren Tournee. Also wir sind ja Vertragspartner von Tournee und den kann ich mir nicht nehmen lassen, mal zu zeigen. Im Interieur selber hat sich nicht viel verändert, aber hier von außen die Farbe in diesem Grün, also den finde ich schon richtig, richtig scharf. Dann haben wir natürlich noch ein paar Spezialfahrzeuge gesehen, wie den hier, auch sehr geil. Und vor dem Zeug war natürlich jede Menge da gestanden, unter anderem auch der hier, also bisschen klein, kompakter, Bulli-technisch, also Offroad gemacht, auch richtig, richtig Spaß. Dann haben wir natürlich Luxusmobile wie die Marke Phoenix da gehabt und ja, was soll man sagen, mega, aber der hier, bah, da hat es mir aber die Augen aufgerissen, das war mal ein richtiger 4x4, nee, der war glaube ich sogar ein 6x6. Ja, hier haben wir kurz den Markus-Fan von Van getroffen und dann sind wir auch schon wieder miteinander weitergezogen. Ja, hallo ihr Lieben. Also, jetzt bin ich wieder auf dem Weg von der Caravan Salon auf dem P1. Ihr seht es richtig, mit dem Fahrrad. Überhaupt kein Thema, ist gar nicht so weit. Lässt sich gut fahren. Und ich bin schon gespannt, was er sagt. Also, den ersten Eindruck bei Glesana fand ich mega. Wieder viele Erneuerungen, tolle Sachen. Und stetige Weiterentwicklung und das sind noch viele, viele Dinge, die da kommen. Und ich freue mich dann schon aufs nächste Video, morgen. Ich versuche jeden Tag was zu machen und eure Wünsche natürlich zu berücksichtigen. Und da freue ich mich drauf. Also, bis dann. Hier sind wir auf dem P1. Auch hier stehen Special-Fahrzeuge wie dieser Schulbus. Ganz, ganz liebes Pärchen haben wir da kennengelernt. An der Stelle ganz liebe Grüße. Auch haben wir diesen Wohnwagen hier gefunden. Eine reine Handanfertigung. Hammer. Abends waren wir dann so ein bisschen zusammengesessen unter unserem Pavillon auf dem P1. War richtig, richtig toll und hat auch echt Spaß gemacht. Ja, jetzt sind wir wieder zurück in Dinkelsbühl und das ist die Woche, was wir hier alles zu tun haben. Hier haben wir einen großen Wohnwagen von Hobby, der kriegt Glesana, der kriegt neue Batterie und etliche Reparaturarbeiten. Hier haben wir einen Notfall, der kriegt eine neue Markise. Der hat sich die Markise ziemlich heftig verbogen, also da müssen wir unbedingt ran. Die neue ist schon da, die werden wir jetzt dann aushängen. Hier haben wir einen Karthago bekommen, dem hat es den Wechselrichter zerrissen, da geht gar nichts mehr, was im 230 Volt Bereich ist. Auch den müssen wir natürlich helfen, weil er in Urlaub fährt. Hier steht kurz mein Fahrzeug, wieder heile angekommen. Dann haben wir auf der Seite noch einen Bürstner Harmony Line stehen mit Elektroproblemen. Auch denen müssen wir natürlich helfen. Da ist ein kleiner Wackelkontakt drin. Da müssen wir gucken, dass wir den finden, um das alles wieder zu bewerkstelligen, dass das sauber und ordentlich funktioniert. Hier haben wir Leica. Da haben wir Hubstützen verbaut und Luftfahrwerk verbaut, also sprich Luftzusatzfedern auf der Hinterachse verbaut. Das macht natürlich
richtig Laune. Dann haben wir noch einen voll integrierten in der Werkstatt stehen. Hier ist er. Da haben wir auch eine Hubstützenanlage verbaut. Da sehen wir mal, wie complicated das ist. Da ist der Halter gewesen. Hier haben wir jetzt die ganzen Elektroeinheit, die Steuereinheit. Und nach hinten, wenn wir dann gehen, haben wir die Querstützen, Traversen, wo da montiert werden müssen, um dass hier die Zylinder und die Hydraulikpumpen alle Platz finden. Also das ist schon echt heftig viel Arbeit. Hier sehen wir dann nochmal die Hydraulikbehälter mit der Pumpe dran. Das ist alles bei Alco natürlich einzeln. Hier haben wir auch gleich unseren neuen Boden, den sehen wir da ein bisschen, wo wir da letztlich letzte Woche verlegt haben, damit auch unsere Werkstatt richtig schick ausschaut. Also echt klasse, haben meine Jungs wieder mega super gemacht. Gleichzeitig haben wir hier noch die drei AGMs ausgebaut und haben Lithium, eine 150 Amperestunden Batterie eingebaut, was natürlich immer nicht ganz so einfach ist, 1 zu 1. Hier müssen wir natürlich Masseverteiler setzen, die ganzen Kabel anders ankrimpen. Hier haben wir den Plusverteiler, hier haben wir den Masseverteiler gesetzt, einen schicken Kabelkanal rüber gemacht, damit es alles ordentlich und sauber ausschaut. Dann die Batterie hier reingesetzt. Da muss noch Abdeckung drauf, der Temperaturfühler muss noch befestigt werden und dann sind wir hier auch in dem Kasten schon wieder fast rundum. Dann haben wir hier den Zusatzlader plus EBL, den müssen wir natürlich alles auf die richtige Ladekennlinie einstellen. Genauso hier auf der rechten Seite, hier ist er, der Ladebooster, damit der jetzt die Lithiumbatterie mit der richtigen Kennlinie und natürlich auch mit der richtigen Leistung lädt, damit die Herrschaften auch richtig was davon haben vor der Erneuerung und halt einfach Spaß haben. Ja, liebe Camper, das war's im Prinzip vom Caravan-Salon und jetzt im Ablauf von dieser Woche. Die Videos werden jetzt auch wieder technischer, die werden jetzt auch wieder detaillierter. Nur ich bitte da wirklich ein bisschen um Geduld. Wir haben momentan so viel zu tun, dass das immer nicht ganz einfach ist. Aber ich versuche da immer wieder was dazu zu tun und auch euch natürlich immer wieder mitzugeben, Neuigkeiten mitzugeben und dementsprechend euch teilhaben zu lassen, was hier alles passiert, was wir alles machen. Und was vor allen Dingen also umgebaut wird. Die Hubstützenanlage finde ich mega interessant. Ein ganz, ganz tolles Teil. Da möchte ich auch nochmal im Detail, da habe ich im Herbst einen Termin geplant, wo ich mit euch zusammen zu Alco fahre und lassen uns dort nochmal eine detaillierte Schulung geben. Und dann nehme ich euch auch ganz persönlich mit, damit ihr das auch mal im Detail seht, dass da wirklich echt Aufwand dahinter steckt und wie sauber, dass man da arbeiten muss, weil da werden ja Tonnen gehoben und das muss natürlich alles sitzen, passen und jedes Chassis ist anders, Alco-Chassis, Original-Chassis, Sprinter-Chassis, Mercedes, Sprinter-Chassis oder Zugköpfe gibt es auch zwei verschiedene, dann Fiat-Chassis und. Ganz, ganz viele Varianten. Gleiche ist natürlich beim Luftfahrwerk, auch da ein Riesenthema und dann haben wir nur Ellen viel, morgen kommt noch eine Reklamation, genau, da ist die Birdview ausgefallen. Dann müssen wir noch einen Solarregler oder eine Solaranzeige wechseln. Das sind auch nur zwei, drei Kleinigkeiten zu tun. Also ihr seht, wir haben alle Hände voll zu tun. Ich sage jedenfalls ganz lieben Dank für euer Interesse und für eventuell einen Daumen hoch von euch. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Und die nächsten Videos. Wenn ihr nicht verpassen wollt, dann ganz verrückt sein und einfach den Abo-Button drücken, inklusive der Glocke, dann werdet ihr auch immer daran erinnert. Und ich versuche euch weiterhin spannende, interessante Videos zu liefern rund um den Einbau. Und stopp, da fällt mir noch was ein. Auch ich möchte nochmal an euch alle ganz, ganz lieben Dank sagen. Erstens mal, ich habe es geschafft, über 7.000 Abonnenten zu kommen. Mega toll. Ganz, ganz lieben Dank. Keine runde Zahl, ich weiß, aber für mich trotzdem eine sehr schöne Zahl und unheimlich spannend, weil das heißt, 7.000 Menschen sind interessiert an dem, was ich hier mache und sage. Und das ist schon mal mega. Und dafür von meiner Seite einfach ein ganz liebes Dankeschön für euer Vertrauen in meinen Kanal und dessen Inhalten.
Zum nächsten möchte ich aber auch ganz lieben Dank sagen an euch, weil mich unheimlich viel angesprochen haben oder im Verhältnis unheimlich viel dieses Jahr in Köln in Düsseldorf auf der Caravansalon, haben sich bei mir bedankt, weil sie durch meine Videos entweder eine tolle technische Ausrüstung gefunden haben für sich in ihrer Umgebung, in dem Händler ihres Vertrauens, oder sich sogar teilweise entsprechend die Wohnmobile gut konfigurieren konnten. Und da ist mir klar geworden, da müssen wir auch noch ein bisschen mehr drauf einsteigen, aber ich fand es mega toll, dass diese Videos dazu beitragen, und da möchte ich mich bei euch aber auch nochmal bedanken, weil ihr die guckt und weil ihr mir die Plattform und die Möglichkeit dementsprechend zur Verfügung stellt. So, Schluss mit meinem Quatsch. Jetzt gehen wir wieder ran an die Buletten, und das nächste Video wird wieder technisch. Und ich freue mich drauf. Euch einen wunderschönen Abend. Bleibt mal gesund, und ich bedanke mich bei euch. Bis bald. Euer Micha. Ciao, ciao.